Herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. Juhuhu! Im letzten Part haben wir die Eiswürfel-Eisfälle. Jetzt kann ich den Namen endlich. Im letzten Part hatte ich echt Probleme, diesen Namen zu finden. Die Eiswürfel-Eisfälle abgeschlossen. Wendy war hier die Herrscherin der Eiswürfel. Ich kann den Namen immer noch nicht. Eiswürfel-Eisfälle. So rum. Wendy hat die Eiswürfel-Eisfälle regiert. Wir haben hier kräftig aufs Maul gehauen. Und machen jetzt das Minzbär. Welt 4, Minzbär. Das wird übrigens eine sehr geile Welt. Minzmeer. Strand der 1000 Fontänen. Das wird eine epische Welt. Die Strandwelt ist somit. Das fängt ja super an. Oh mein Gott, das ist klasse. Yeah! Echt krass, wie das anfängt. So habe ich mir das vorgestellt. Egal. Was ich sagen wollte. Die Strandwelt ist meiner Meinung nach einer der besten Welten von den 8, die hier Mario Bros. Zur Verfügung stehen, ist die Strandwelt für mich eine der besten. Weil die Musik epic ist, wobei man sagen muss, die Musik ist auch nicht neu, leider. Die Musik ist, wie gehabt, alter Track aus Mario Bros. Ja, na, glaube ich auf jeden Fall. Also, ja, ich denke schon, die kommen schon ziemlich bekannt vor. Egal, jetzt komme ich nicht mehr ran, oder? Nein, bitte nicht. Das gibt's jetzt nicht. Oh, durch skillige Aktion haben wir sie trotzdem bekommen. Oh, nice, Alter. Jetzt bloß nicht sterben. Man hätte eigentlich, glaube ich, den Cheep unten mit der Eisblume einfrieren müssen. Dann wird er ja zum Eisblock und dann treibt er oben am... Ja, bin ich gerade zu dumm? Ich kann das Timing gerade nicht. Und dann treibt er halt über die Wasseroberfläche. Ich hab's so geschafft. Yes. Herr mit der Eisblume. Die brauchen wir hier. Ja, warum es eines der besten Welten ist, meiner Meinung nach. Musik ist schön, auch wenn's, auch wenn man die Musik schon kennt. Die ist und bleibt wundervoll und wunderbar. Und ja, die Grafik, die Atmosphäre hier am Strand, der Hintergrund. Es ist einfach alles epic. Es ist so, wie man sich ein... Ich habe einfach das Gefühl, ich bin wirklich am Strand. Das hat Nintendo so gut rübergebracht. Achten bloß nicht von der Muschel fressen lassen. Statt einer Perle produziert diese Muschel ein One-Up. Also ein Pilz. Ja, gut. Vielleicht schimmelt die Muschel. Kann ja sein, dass sie schimmelt. Und... Oh, das war knapp. Trotz keine Diamanten macht, sondern, ja, schimmelige Pilze, die Mario zu sich nimmt. Und hier zum Beispiel der Hintergrund. Guckt mal, wie krass das aussieht. Hier mit dem Stein, mit dem Wasserfall, der Regenbogen. Ach, das sieht einfach alles so wunderbar aus. Sieht einfach alles so wunderbar aus. Wartet mal. Wozu habe ich hier einen Powerblock? Aha. Ja, ich konnte es mir schon denken. Oh yeah. Oh yeah. Schaffen wir es an die Spitze? Oh, sogar One-Up. Wir haben es sogar noch an die Spitze geschafft. Mario Time. Schön für dich, Mario. Du hast was auf dem Kasten. Die erste Welt abgeschlossen. Also Level Welt nicht. Also ja gut, erste Welt auch abgeschlossen. Der Eichenhain, aber naja, ihr wisst schon. Jetzt geht's weiter. Tropische Tiefen. Ah, wie man es kennt. Was ich gar... Wasserlevel. Unterwasserlevel sind ja meist verhasst, ne? Ich bin jetzt auch kein Fan von Unterwasserleveln. Aber ich muss sagen, in Mario Bros. U ist wenigstens Abwechslung drin und die haben sich Gedanken gemacht, Nintendo. Nintendo dachte sich so, immer Wasserlevel, ja, ist halt Standard. Aber Mario Bros. U haben sie sich allgemein Mühe gegeben und das erkennt man auch. Also finde ich... Die haben sich wirklich hintergeklemmt hinter diesen Wasserleveln. Kann man hier rein? Oh, das kann man reinschieben. Hä? Seit wann das? Gut, das habe ich jetzt persönlich noch nie gewusst. Was Neues gelernt. Ja, aber ich finde dieses Level eigentlich ziemlich cool, weil... Ich sage immer wieder Grafik. Es ist aber so. Guckt euch die Grafik an. Ey, bitte. Die Texturen, die sind so krass. Die sind so wundervoll für die Wii U-Verhältnisse gewesen. Jetzt haben wir Switch. Und Mario Odyssey rückt immer näher. Das erscheint übrigens, by the way, auch... auf meinem Kanal. Wer Bock hat,
Kann sich ja Mario Odyssey irgendwann reinziehen. Oh, die kriegen wir noch, okay. Das war die erste Starcoin. Das Level geht aber auch ziemlich lange, muss ich sagen. Blooper hasse ich. Ich muss sagen, Blooper sind so eigentlich meine meist verhasstesten Gegner in Mario Games. Gut, es kommt jetzt drauf an, welchen Mario Games, weil bei Galaxy oder so gibt es ja spezielle Gegnerarten. Jetzt keine Standardgegner. Hä? Warum wurde ich jetzt nach oben gedrückt? Ich wurde nach unten gezogen. Verstehe ich jetzt nicht. Den Treffer würde ich jetzt eigentlich nicht in Kauf nehmen, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Was geschehen ist, ist geschehen. Naja. Was will man machen? Es ist also schon wieder. Hä, bin ich jetzt so dumm zum Schwimmen, oder? Ich verstehe das gerade nicht. Hier jetzt bloß keinen Fehler machen. Hier unten ist nämlich, glaube ich, eine Starcoin, oder? Ah, nee. Andersrum. Hier kommt eine Starcoin. Irgendwie richtig fies kommt hier eine Starcoin. Glaube ich. War das so? Irgendwo. Da hinten. Da. Oh mein Gott. Boah, sie wäre fast verschwunden. Ich habe sie noch bekommen. So, ab hier rein. Ich werde voll nach unten gezogen und Mario gönnt sich erstmal die Röhre. So, jetzt haben wir einen Stern. So spät wie möglich einsetzen jetzt. Schnell hoch, weil die Zeit ist, glaube ich, ein bisschen knapp bemessen. Das hat auch was mit einer Starcoin zu tun. Wir müssen jetzt hier durch. Was? Nein. Wir müssen hier durch. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Jetzt muss ich mich töten. Och nee, was habe ich falsch gemacht? Gibt es irgendwo noch einen Powerstern zu sammeln? Habe ich das übersehen? Ich Idiot. Hundertprozentig, anders schafft man es ja nicht. Und ich habe mich so gut gefühlt. Du musst da rein und ja. Und dann kriege ich das nicht hin. Das ist scheiße gelaufen. Jetzt muss ich hier wieder auf Risiko die Starcoin, aber ich weiß ja jetzt, wo die landet. Irgendwo hier. Ja, der Cheap Cheap soll mich bitte nicht abfacken. Ja, was er aber tut, ne? Krass. Okay. Hey, wo ist die Starcoin? Hä? Hey, wo ist die Starcoin? Warum kam die jetzt von da? Hä, warum ging die jetzt nach links? Die ist doch vorher ist die doch nach rechts geschwommen, oder? Geschwommen vor allem, weil die Münze ja schwimmen kann. Ich meine, die ist doch nach rechts gefallen, oder? Die war nicht links, oder war die links? Nee, die war definitiv rechts. Ah, das heißt, ich muss drauf achten, weil die random kommt, oder was? Ey, warum denn das? Ach, das ist jetzt scheiße. Alter, war das knapp. Heilige Scheiße. Das sind übrigens... Ich wusste nie, was das ist, ne? Was das für Gegner sind, aber ich glaube, das sind Seeigel. Also sollen bestimmt Seeigel sein, oder? Also sieht für mich aus wie so ein Seeigel. Ich dachte, das wären Kugelfische, aber Kugelfische gibt es ja schon. Das sind ja die, die hier einen fressen wollen. Diese hessischen Viecher halt. Ja. Wenn ihr wisst, was ich meine. Da gibt es halt so bestimmte Gegner mit so Stacheln auf dem Rücken. Das sind so hessische Kugelfische, die wollen einen fressen. Das war knapp. So schnell hoch. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, ich sehe es. Hier oben gibt es bestimmt nochmal einen Stern. Und ich Idiot bin da dran vorbeigegangen. Ja. Ach nein, ich bin so dumm. Egal. Jetzt haben wir es. Es sei denn, die Zeit ist wieder knapp. Das könnte tatsächlich knapp werden. Aber einfach nur fallen lassen. So. Weil hier unten ist eine Starcoin. Natürlich nicht in die Hölle fallen. Jetzt müssen wir natürlich noch das Level schaffen. Ich will jetzt nicht sterben. By the way, beim ersten Mal spielen habe ich die Starcoin nie gefunden, ne? Also ich kam nicht auf die Idee, mich runterziehen zu lassen. Ich habe die Röhre nicht gesehen, ich dummes Kind. Ich habe die Röhre nie gesehen. Ich dachte mir so, hey, wo ist denn die dritte Starcoin? Ich habe keinen Bock auf dieses Game. Scheißspiel, ne? Wie das so üblich ist, wenn man so ein kleiner Bubi ist. Ja, was heißt kleiner Bubi? Das ist ja 4, 5 Jahre schon her, das Spiel, oder? Na gut, dann haut das doch schon so irgendwie hin. Na egal, wir haben das Level geschafft. Der Blooper hat mir am Ende noch ein bisschen Angst gemacht, aber wir kamen drauf vorbei. Gibt's hier noch so ein schönes? Nee. Okay. Hopp, hoppa.
Und zack. Noch ein One-Up mitgenommen. Läuft doch alles wie geschmiert. Geschmiert, gehagelt, gestrichen und ja. Geleckt. Sauber geleckt. Ja. Komm, wir gehen mal in den One-Up, zum One-Up-Pause. Für mich gehören auch irgendwie zu 100% 99 Leben. Warte, ach, wir haben schon 99. Na komm, wir machen es trotzdem. Wir machen es trotzdem. Weil ich mal Bock drauf habe. Ich kann ja nicht nur einmal das Spiel spielen, daher. Vielleicht bin ich ja diesmal besser. Wonach es nicht aussieht. Jetzt aber. Jetzt, ja, das ist schon mal kein One-Up. Jetzt aber, das krieg ich. Und das krieg ich auch. Das krieg ich so easy. Ja, Mann. Das krieg ich. Oh mein Gott, das krieg ich auch. Yes. Yes, Mann. Oh mein, was ist jetzt los? Alter. Das ist die best abgeschnittenste Runde, die ich je gemacht habe. 7 One-Ups. Holy shit. Ja, die ich natürlich verbrate wie nichts, weil ich habe schon 99. Mehr als 99 geht nicht. Aber trotzdem, was? Und das war cool. Geil, geil. Ja, es geht schon los mit dem ersten Tower. Dilemma im Turm der Dornensäulen. Ja. Dornensäulen. Jetzt wird's langsam hart. Jetzt erkennt das Spiel so. Nee. Du bist so weit gekommen. Ich hau dir jetzt auf die Fresse. Das heißt, ich muss mich recht dagegen wehren. Und dem Spiel den Stinkefinger hochzeigen. Und sagen, nein, ich bin der Gamer. Ich spiele das Spiel. Was laber ich für eine Scheiße? Ja, auf jeden Fall, was ich sagen will, es wird immer schwerer, man sieht ja. Ja. Und Unterwasser-Castle sind bei mir immer herzlich willkommen. Das fand ich schon immer cool. Obwohl ich Unterwasser-Level gar nicht so mag, außer die ein oder andere. Außer das ein oder andere. Oh mein Gott, nein. Ja, das war jetzt Dummheit. Das war jetzt mir verschuldet. Kann ich da irgendwie rein? Ey, ich muss voll auf Risky gehen, ne? Um irgendwie alles zu erkunden. Aber ich muss ja gucken. Ey, geht's ja wirklich irgendwo hin? Hä? Nein! Das konnte ich doch nicht wissen. Und riechen konnte ich es erst recht nicht. Ich finde es aber geil, wie Bum Bum dann so hoch springt wieder. Aufs Dach des Towers. Dann müsst ihr mal die Pose sehen. Die sieht immer aus, als wäre er der King. Er streckt so die Arme aus und sagt, nee, Digga, an mir kommt keiner vorbei. Digga, keiner vorbei. Digga. So sieht er aus, als wenn er mir so richtig aufs Maul hauen will. Aber Bum Bum ist ja auch ein Breitling. Daher kann ich es gut verstehen, wenn er mir aufs Maul hauen will. Und so ein Lappen namens Mario mit seinem Bierbäuchlein. Und seiner fetten Nase, die eigentlich rein theoretisch das Sichtfeld blockiert. Ja, wenn er aufs Maul hauen will. Aber Mario haut eher Bum Bum jetzt aufs Maul, wenn ich jetzt nicht nochmal sterbe. Ja, das Level ist echt nicht einfach. Ich kann mich zwar kaum mehr an das Level erinnern. Aber einfach ist es nicht. So, jetzt nicht so schnell hoch. Aus diesem Fehler habe ich gelernt, mein guter Tower. So. Red Coins sind immer bekommen. Yes, Mann. Und Belohnung. Eichelpilz. Ja, sehr schön. Da kann ich mir gleich ohne weitere Probleme hier. Oh, was war denn das? Hä, warum kam da jetzt eine. Hä? Warum kam denn da jetzt eine rote Röhre mit Münzen? Verstehe ich nicht. Hier verstecken. Ja, auf jeden Fall können wir so ohne Probleme jetzt hier. Also ich hoffe, das wird keine Probleme. Wenn wir so hochfliegen, dauert das ja manchmal ein bisschen. Ja, das ist ein Problem. Ah! Ich kann nicht mal runter mit die Eisblume holen. Oh, nee. Ach, das war jetzt dumm. Ach, Moment mal. Ich muss jetzt aber nicht runter. Nein. Ich muss jetzt nicht runter, oder? Jetzt habe ich Angst, dass ich die Starcoin verpasst habe. Hilfe. Ach du Scheiße. Oder da ist sie. Oder da ist sie. Komm schon. Ich kann das Glück einmal auf mal. Hä? Wo führt das hin? Wo führt das hin? Hä? Ach, erst Checkpoint. Na, dann habe ich sie nicht verpasst. Gut, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Hier, ich möchte so viele Münzen mitnehmen wie möglich.
Oh, noch ein Eichelpilz. Nice. Der mir nicht gebringt, weil ich glaube, der ist eher im Nachteil in dem Castle, wie man gesehen hat. Weil man muss immer so hochfliegen und dann dauert das Ewigkeiten, ehe er wieder runterkommt. Und die Dinger sind halt schneller da, als man denkt. Warum konnte der hier rum? Oh. Ja, Mann. Ach, scheiße, haben wir schon wieder das Problem. Ich hätte mich schon wieder passiert. Ah, oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Wow. Das war eng. Das war eng. Hi, der Witzka, ey. Komm, wir besiegen den einfach mit Eichelpilz. Ich brauche jetzt keine extra Feuerblume dafür. Ich schaff das schon so. Mach ich mir eine extra Challenge. Kein Bock, den immer irgendwie abzuballern, Mann. Der ist doch eh ein Loser. Oh, neue Location, Wasser. Kriegt der jetzt eine neue Fähigkeit oder was? Weil Kamek ist schon wieder am Start. Und gibt Bum Bum schon wieder irgendwelche Power. Ah, jetzt hat er extra hohe Sprünge. Mhm. Bist aber trotzdem Noob, ne? Nur mal so zur Information, ich hoffe, das weißt du. Ja, wahrscheinlich weißt du das nicht. Du bist ganz schön überzeugt von dir, obwohl du schon der ganz schöne Loser bist, ne? Ey, mal ganz im Ernst. Lernst du überhaupt mal dazu? Ey, Loser! Ja, ganz ehrlich, Bum Bum. Gut, dieses bisschen Wasser hier. Hat's jetzt auch nicht besser gemacht, weil... Sieht halt einfach nur optisch besser aus. Und ist halt einfach nur an die Wasserwelt hier angelehnt, aber egal. Da haben wir tatsächlich schon einen Tower geschafft und wir haben sogar noch mehr Zeit im Part. Krass. Krass. Und leider Gottes müssen wir jetzt mit einem Level anfangen, was ich nicht das hab. Ich habe eigentlich keine Lust drauf und doch irgendwie habe ich Lust drauf. Buhus in Seenot. Das ist nämlich nicht nur ein Geisterhaus, in Anführungsstrichen. Nee, es ist auch noch ein Schiffswrack, ein Geisterschiff. Schiffswrack, Geisterschiffswrack. Hallo, wie episch ist die Idee? Ich finde das Level ganz cool, aber es hat so viele Exits. Es hat so viele Exits. Ich glaube, es hat so viele Exits. Was? Mann, scheiße. Ah, nee, okay. Geh mal weg. Ach, was nervt denn der mich jetzt? Yo, die Buhus kann man, glaube ich, nur mit Licht töten. Oder mit, ja, auch mit Powerstar. Powerstar auch, ja. Powerstar oder so Licht. Aber Licht habt ihr noch, glaube ich, gar nicht im Spiel gesehen. Oder gab's noch gar nicht. Kam noch gar nicht vor, nee, sorry. Auf jeden Fall kriegen wir irgendwann solche Taschenlampen oder so in bestimmten Geisterhäusern noch. Wo wir dann die Buhus, glaube ich, töten können. Also bis jetzt war es eigentlich immer so, dass man Buhus mit Licht töten kann. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das auch in dem Spiel so war. Ja gut, jetzt habe ich hier den One-Up verbraten. Schade, schade. Aber was interessiert mich der? Ja, eigentlich juckt er mich gar nicht. Ich brauchte ja null. Hab ja schon 99 Ups. Ich würde gerne hier runtergehen, weil hier ist ein Weg zur Starcoin. Yeah. Mir kam es immer so vor, als... Ach, was heißt zu viele Exits? Es gibt, glaube ich, hier ein Secret Exit. Aber zu viele Exits nicht. Ja, keine Ahnung, was ich mit zu viele Exits gemeint habe. Ich finde das Geister... Das, Alter, was ich auch cool finde, achtet mal drauf. Jeder Geist hat... Also fast jeder Geist hat ein anderes Gesicht. Sieht eine andere Grimasse. Der eine ist behindert. Der andere guckt irgendwie so wie... Lass mich in Ruhe. Der guckt normal. Dann ist der... Ja, auch behindert. Ja. Also drei verschiedene Fressen. Och nee, und der da hinten lacht. Ja, finde ich echt cool. Finde ich cool gemacht. Ja. Alter, ich lass mich schon wieder treffen. Na, ich sterbe jetzt, oder? Geil. Geil. Sind wir schon mal in dem Part gestorben? Nee, ne? Da muss das jetzt sein. Es muss natürlich sein. Ach nee, Moment, wir sind gestorben, ne? Stimmt. Im Tower von Bum Bum sind wir, glaube ich, verreckt. Qualvoll verreckt. Ach, Mario. Qualvoll verreckt er. Oh, wir brauchen dich doch, du bist also halt. Ja. Ey, wäre ich jetzt bei Mario Odyssey, hätte ich jetzt einfach so eine Cap genommen und auf den Buhu geworfen, ne? Dann wäre ich ein Buhu. Ich finde Mario Odyssey episch. Ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf komme. Aber, oh, scheiße. Aha. Auf jeden Fall bin ich ziemlich... Ich bin sehr überzeugt, dass dieses Spiel reinhauen wird.
dieses Spiel ist ein Spiel, was, ja, was ich oder ich glaube auch viele andere Nintendo-Fans, wirklich sehr viele, sich einfach gewünscht haben. Es ist ja der spirituell, was heißt spirituell, bin ich dumm? Es ist der Nachfolger von 64 und Sunshine und das ist Mario Odyssey. Ja, und das sieht mega episch aus. Und ich bin auch übelst, ich finde die Idee allgemein, dass man hier sein, so heißt der Partner übrigens, Cappy, seine Cap, also Cappy, auf die sämtliche Charaktere werfen kann und dann deren Fähigkeiten zum Vorteil nutzen kann. Finde ich geil. Was aber auch heißt, hat man ja gesehen, es gibt keine Power-Ups mehr. Dafür gibt es jetzt halt die Fähigkeit, jeden Gegner, zu kontrollieren, sage ich mal. Scheiße, was geht denn jetzt ab? Ja, jeden Gegner zu unter seine Kontrolle zu bringen. Und die haben ja die eigenen Fähigkeiten. Du kannst ja Feuerbruder und sowas, kannst du halt, das ersetzt die Feuerblume und so ein Scheiß. Aber ja. Ich finde die Idee ziemlich sexy. Ich finde die sowas von sexy, die Idee mit dem, also wirklich Heidewitzka, als ich die E3 gesehen habe und da wurde das vorgestellt, ey, ich dachte mir, oh mein Gott, bin ich hier im 24. Himmel oder was? Das sieht so krass aus. Da müssen wir irgendwie hoch. Hoppa. Hoppa. Hä? Hä? Da war ein Buhu. Ey, wie gemein. Wehe, ich sterbe jetzt. Wehe, ich sterbe jetzt. Ich will nicht sterben. Kein Bock auf noch so einen hessischen Buhu. Was ist denn das hier? Die ist eh fake. Ich weiß, weil hier die richtige irgendwo ist. Ja, Mann. Wie komm ich da jetzt hoch? Hey, wie komm ich da jetzt hoch? Jetzt mal ohne Scheiß. Hä? Ich weiß gar nicht mehr, wie sie... Wie geht's denn hier raus? Wie geht's denn hier raus? WTF? Ich hab das total vergessen. Warte mal, ist das ein Power-Up? Wenn ja, dann hätte ich das gerne. Ich hab nämlich keinen Bock zu sterben. Es ist ein Pilz. Es ist ein Pilz. Ich brauche ihn. Yes, Mann. Yes. Es kommen hier langsam so viele Buhus. Geht mal weg, Mann. Meine Fresse. Wo? Warum? Geht's hier nirgendwo? Hä, warum falle ich jetzt hier rein? Yeah, was geht hier ab? Da hoch muss ich, oder? Yeah. Alter Falter, wie kommt man da hoch? Hä, verstehe ich hier gerade irgendwas nicht? Oh. Ja, okay, wenn es so einfach ist. Gut, aber wer will sowas riesen, ne? Invisible Coin Blocks, wie ich die Dinger hasse. So, wohin geht's jetzt hier? Okay. Ja, es gibt ja auf jeden Fall ein Secret Exit. Ich hab's ja schon gesagt, dass es hier ein Secret Exit gibt. Und guckt euch mal den Hintergrund an. Oh mein Gott. Das ist so ein epischer Hintergrund. Exklusiv für dieses Level. Ey, das sieht doch so epic aus. Kann mir jemand sagen, was man will? Oh, wir haben schon wieder eine gute Zeit erreicht. 244. Erkennt man auch an der Musik. Die war ja gerade so retromäßig. Jetzt müsste ein Toad kommen. Ja, so ist es. Hey! Toad kommt. Tausend Dank für deine Hilfe. Hier, greif zu. Ja, dankeschön. Was bekommen wir? Na, eine Feuerblume. Die ich mir erstmal hier wieder einen Inventarplatz freimachen kann. Hehe. Das geht mir auch langsam auf die Nerven. Und das Schiff bricht zusammen und öffnet mir einen neuen Weg. Jetzt habe ich die Auswahl zwischen zwei neuen Leveln. Und hier gibt es ein Baby-Yoshi. Yay. Ja, was nehmen wir weg? Natürlich. Wer hätte es gedacht? Ein Stern. Ja, Mann. Bitte. Ja, dann würde ich sagen, im nächsten Part suchen wir dann den Secret Exit dieses Schiffswracks. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst doch einen Comment da, wenn ihr wollt. Und ein Däumchen nach oben, wenn euch gefallen hat. Kostenlos abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal zu Super Mario Bros. U. Wer weiß, wie es dann weitergeht. Ich bin gespannt. Pop, pop.